Hallo YouTube, es muss weitergehen. Ich will dich öffnen. Ich habe schon mal geguckt. Habe ich jetzt so oft hier drauf gehämmert? Dankeschön. Ich glaube aber, wir haben keine Rolle mehr für diesen ganzen Crap. Wir sind im Schlossknacken auf 20. Wir bräuchten noch 5 Schlossknackenbücher. Also Lehrlingsbücher. Tja. Ich werde, also wenn ich irgendwann Gesellenschlösser knacken kann, werde ich wahrscheinlich... Oh Ingo, du hast mich voll erschreckt. Werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr hier zurückgehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht mehr wissen werde. Und jetzt machen wir das, was wir in der letzten Folge vor uns hergeschoben haben, beziehungsweise verschoben haben. Da oben ist nichts. Wir schwimmen rüber zur Insel und gucken, was dort so los ist. Ich weiß nicht, ob ich direkt am Steg, am Pier quasi ankommen möchte. Oder ob ich lieber ein bisschen vielleicht hier außen sogar. Wir speichern das mal. Nee, tauchen will ich nicht. Wollt schon schwimmen, danke. Weil da sind bestimmt Gegnerz. Der Baum schwebt. Ob wir da hochkommen? Jetzt schwebt der Baum nicht mehr. Ich mach 1000 Kreuze, wenn ich eine neue Grafikkarte habe. Da können wir ja nicht mal aufbohren. Ich meine, wir könnten bestimmt auch jetzt schon ein bisschen mehr aufbohren, aber ich will jetzt nicht rumhantieren und ständig gucken. Oh, jetzt leckt es hier wieder ein bisschen mehr und dann muss es wieder runterdrehen. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann lässt es lieber gleich so eher auf mittlerer Qualität, denn auf hoher. Ich weiß auch gar nicht so hundertprozentig aus dem Kopf, wie ich es eingestellt habe. Ich weiß, dass ich die entfernten Objekte, was man ja offensichtlich sieht, nicht ganz so detailliert eingestellt habe. Oben sehen wir es auch, es baut sich alles ein bisschen spät auf. Also es sieht aus, als würde alles schweben. Das ist ein bisschen schade. Das ist sich ein bisschen schade. So, Ingo kommt hier gerade nicht ran. Kann bestimmt nicht schwimmen, so ein Geister-Schwarzbär. Du kannst ja auch einfach dahin hinlegen. Du könntest uns aber auch einfach hinterherlaufen. Ja gut, Ingo, wenn du keinen Bock hast, dann sag's doch einfach. Und mach nicht so einen Scheiß. Sag doch einfach, nee, ich fühle mich heute nicht, ich bleib mal zu Hause. Ich bin so ein Schisser, wie oft ich hier auf F5 hämmere. Och, Ingo, weißt du? Da kann ich jetzt gar nicht brauchen, so weit. Ingo, du hast dich für das Wohl der Gruppe geopfert. Nee, hast du gar nicht. Du bist ja noch da. Ich habe Ingo gerade nicht gesehen. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. So, wir hatten hier wieder einen Verlorenen, der so ein bisschen mehr auf dem Kasten hatte. Marderpilze. Schießpulver, offensichtlich. Ich finde es cool, sowas hat man in Skyrim gar nicht gesehen. Solche Kanonense. Altes Schmugglerversteck entdeckt. Erwachter Verlorener, gib mir dein Mehl. Gibst du mir dein Mehl, gebe ich dir meines. Lederschuhe des Elementaristen. Eine leere Schatulle? Okay.
Ich bin gespannt. Lederschuhe. Haben wir nicht gerade unsere Botten verbessert? Elementarzauber kosten noch weniger Mana. Gib. Auch wenn sie schlechter rüsten, ist mir kackegal. Ist mir egal. Ist mir egal, ist mir. Was ist da noch? Feinstahlhelm. Ja, guck mal her. Und wieder 43 Groschen. Sehr gut. Sehr gut. Da unten ist eine Truhe. Spitzfingertrank. Taschendiebstahl. Stärketrank, Stärketrank. Okidoki. So, die hatten wir. Ich liebe es zu looten. Zu looten. Oh, Ingo, geht's dir nicht so gut? Ingo raved. Ingo hat gerade 3 Unzen gefunden, deswegen raved er. Verstehst du? Uns, uns, uns. Entschuldigung, der war schlecht. Das ist alles. Also irgendwie ist das kein Schmugglerversteck. Ein Versteck ist etwas, wo ich rein kann. Ich will hier rein. Warum kann ich hier nicht rein? That makes me sad. Ja gut, da hoch kommen wir definitiv nicht. Schade. So ist es ein äußerst schlechtes Versteck. Nur weil es auf einer abgelegenen Insel liegt, ist es doch nicht gleich ein Versteck. Aber das hätten wir entdeckt. Schnappen wir uns einen Myraden. Achso, die Quest mit Milbert, die ist jetzt sogar abgeschlossen, ne? Dann markieren wir uns mal das. Den flüchtigen Mörder, den wollten wir, glaube ich, auch noch umboxen, ne? Wir wollten mal so ein bisschen 2-Sterne-Quests machen. Oder alle, besser gesagt. Wo waren der? Bei Silrin und Freunde die Besitzurkunde für ein Haus erwerben. Was waren da das Günstigste? Das lag auch bei. Lag das auch so bei 1000? Lux meint, dass du noch ein Schlossknackenbuch im Inventar hast? Ah, sind das Bücher? Ja, nee, ja. Ich habe noch ein Schlossknackenbuch im Inventar, das ist richtig. Das ist aber ein Gesellenbuch. Und das möchte ich jetzt nicht dafür verwenden, wenn wir noch unter Stufe 25 sind. Lehrlingsbücher haben wir gar keine mehr. Und was ich für Schlossknacken meinte, sind diese Rollen. Wir hatten noch mal 2 oder 3 Rollen. Rollen des. Was weiß denn ich? Rollen des irgendwas. Und die. Die konnten wir doch verwenden, damit ein Schloss quasi automatisch geöffnet wird. Ich wollte gucken, wo die Quest ist. An Arsch. Aber wir müssen nicht zurück nach Flussheim, ne? Machen wir die Quest? Ich meine, es gibt gutes Kopfgeld. Wir latschen mal in Richtung Flussheim. Die Ruinen von Seeheim haben wir jetzt entdeckt. Dann tingeln wir hier am. Das ist ein weiter Weg. Ich wollte sagen, wir schwimmen hier außen rum und gucken mal. Hier werden wir nicht viel entdecken. Ich hoffe, wir können überhaupt außen rum schwimmen. Wir können allerdings auch einfach hier lang latschen. Wir gucken mal. Okay, richtige Quest ist aktiv. Wir machen das auf dem Landweg, glaube ich. Nicht, dass ich gleich ersaufe.
Keine Lust zu ertrinken. Wer hat da schon Lust drauf? So. Ingo, kommen Sie ran. Wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Aber Herzdruck auf F5 und weiter geht's. Ein Hirsch. Oh, ich finde dieses Galionswrack auch echt total cool. Muss ich ja mal sagen. Vor wem läufst du weg? Von mir? Was ist denn ditte? Ach, Baum. Sah gerade aus wie voll die oberfiese Statue. Das ist bestimmt auch nur ein Steinblock. Ja. Ach, Kinders. Vögel. Gehen wir hier unten. Hier kommen wir ja nicht mehr weiter, ne? Hier kommen wir aber offensichtlich hoch. Das sieht zumindest ganz gut aus. Ist das jetzt nur schlecht Wetter? Wie spät ist denn das? Es ist Mittag. Es ist Mittag. Oh. Ach, Ingo. Ingo, Ingo, Ingo. Was ist denn da los? Komm, regel den Typen. Krasser Wildmagier. Bam. So, magieerfüllte Robe, Stab des Frostbisses. Ja, wir müssten auch mal essen. Käsestück und Brot. Käsebrot, Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ich liebe Helge Schneider übrigens. Für all die, die es nicht gemerkt haben. Ein Bett. Ein Schrank. Huch, mit Einzelteilen. Blick des Vielgereisten. Oh, Junge. Zauberbuch Panik Rang 3. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. War da ein Auge dahinter? Ich glaube, das haben wir aber noch nicht, ne? Wart ihr hier? Hier, ja. Panik. War gar nicht hier. Doch, Zauberbuch. Panik. Kreaturen und Menschen bis Stufe 13 fliehen für 12 Sekunden. Genau, die Kappe des Vielgereisten. Das war aber das... War das das Schleichset, das Vielgereiste? Preise werden um 3% besser. Einhandangriffe verursachen mehr Schaden und erhöht die Ausdauer. Okay, es war also auf jeden Fall was Nahkampfiges. So, Ingo hat... die krassesten Probleme ins Haus zu kommen und wahrscheinlich auch die krassesten Probleme uns rauszulassen. Ingo! Ingo! Geh weg! Ich komm da raus, ich komm da raus, ich komm da raus. Ich komm da nicht raus. Und Ingo kommt hier nicht rein. Wir sind gefangen. Komm schon, Ingo. Komm schon, Ingo. You can do it. Ach, hier ist ja noch eine Tür in diesem Fenster. Ingo, komm. Alter. Willst du mich verarschen? Krass. Jetzt ist er drin. Jetzt steht er mir hier im Weg rum. Ich fasse es nicht. Ah, in der Third Person komme ich durch solche Engpässe offensichtlich schneller durch. Gut zu wissen. War mir bisher nicht so bewusst. Aber gut. Und warum ist das nichts, was wir cool entdecken können? Oh, wir können mal was essen. Pfeifen wir uns noch so eine archaische Suppe rein.
Und die drei Eispranken. Da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Ja, ich bin der mit dem Bär tanzt. Hätten wir Geisterwolf Ingo draußen, wäre ich der mit dem Wolf tanzt. War übrigens ein monumental genialer Film. Wenn ich hier mal ein bisschen überschwänglich werden darf. Der Turm. Ach hier, das ist eine Burg. Daphne Burg. Ich höre Wolfies. Elende Ratte. Ich sehe viele Wolfies. F5. Ingo! Go Ingo, go Ingo. Kommt der hier jetzt nicht durch? Das gibt's doch nicht. Der Dreckskerl war doch eben noch da. Hä? Warum rennen die weg? Wutz, den habe ich gekratzt. Am Popo habe ich gekratzt. Wo ist hier noch ein Gegner? Da oben ist noch eine Höhle. Nein! Jetzt ist Ingo da rausgekommen. Jetzt hängt Ingo da hinten fest. Ingo, was ist denn mit dir los heute? Okay, wir scheinen hier in einem Gebiet zu sein, wo die Gegner nichts drauf haben. Aber der Magier kam da hinten von der Höhle. So viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich liebe es. Auch wenn ich wahrscheinlich einer der... Oh, eine Eisbranke. Einer der unschlüssigsten Menschen bin, die es auf diesem Planeten gibt. Hier wird scharf geschossen, oder was? Ich werde hier sterben. Das wird lustig. Ingo? Hat uns mal wieder den Arsch gerettet. Heilen wir noch? Wir heilen noch. Okay, wir brauchen nichts essen. So, wir können auch mal speichern. Ich habe aber eben von dem einen Magier habe ich Feuer abgekriegt. Von einem anderen Eis oder war das der gleiche? Der mich hier mit zweierlei Zaubern eingedeckt hat. Ach, Ingo. Dann gehe ich halt hier lang. Eine Leiche. Menschenfleisch. Lecker, lecker Menschenfleisch. Gib her. Gib her. Oh, Zauberbuch. Schlammelementar. Gesellenbuch Mentalismus. Na, gib mal her. Schlammelementar. Das klingt gut. Ruft ein Schlammelementar der Stufe 10 für 204 Sekunden für euch kämpft. Wollen wir den mal ausprobieren? Ja, ne, ich krieg gerade ganz schön viel Eisbranken. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Schlammelementar. Der Feuerelementar war Rang 1, aber Stufe 16. Unser Bär ist, glaube ich, Stufe 8, nicht wahr? Genau. Und der Schlammelementar. Ja, ich caste ihn mal hier draußen. Ich caste ihn mal hier draußen.
Der ist cool. Ich finde den toll. Hui. Falsche Taste. Ich liebe Schlammelementar Ingo. Ich lege mir den mal kurz auf die 2. So, wir gucken mal. Der sieht mir aus wie ein Nahkämpfer. Der sieht mir nicht aus, als würde er mit Erdzaubern um sich schmeißen. Wir gucken mal, was der kann. Oder was er auch nicht kann. Das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Ich sag bis hierher, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.